Zelda, those two soldiers are guarding the perpetrator of all the swampers. I've already tried to face them, but they're too strong. That Pokemon must be amplifying their powers. Lol, Zenga. It used its psychic powers to force the citizens to hand over all of the Oasis food supplies. We must act quickly. Hurry up. Oh, someone is bringing me for food finally. The berries of this are so delicious. I could eat them forever. Enga. Hey, you two, hand over the food to my slaves, then hurry up and get some more. That's an order. What? You two were not hypnotized by my power? How the hell is this possible? Why are you doing this, Ishtar City? What did we do to deserve all of this? Don't dare talk me like that, you filthy human. You're lucky to have a benevolent sovereign like yours truly, though. If these are your last prayers, I'll answer your questions before I hypnotize you. My royal lips have made a considerable effort to come this far, and I'm so hungry, you know? At first, I kept an eye on the city in the shade, and by studying you, I learned your language. You stupid humans, as usual, didn't notice anything, Gengar. When I've already said too much, guards, bring them to me quickly. Kann ich bitte vorher noch meine Reihenfolge wechseln, der ich die Munds habe? Beziehungsweise wird mir wahrscheinlich auch nicht viel bringen. We must bring food to the master. Zelda, get ready. Warte, wie hießen die Ishtar Army? Achso, ich dachte gerade Stunt Army. Zum Glück ist Marini halt echt nicht gut offensiv. Das bedeutet, ich kann mich erstmal komplett auf Krokono versteifen, sag ich mal. Der ist zwar offensiv nicht gut, kann ich aber flinchen. Weil der schneller ist als mein Legionär. What the fuck? Okay, gut. Damit sind wir definitiv in Gen 7. Oder halt auf jeden Fall nicht in Gen 8, meine ich damit. Weil, die Speed-Drop-Mechanik. Die Speed-Drop-Mechanik von Gen 7 gerade gegriffen hat. Im Sinne von, obwohl er geparat war, konnte er in der Runde noch schneller angreifen als ich. Weil er am Anfang der Runde schneller war als mein Legionär. Oder selbst ein geparates Krokonor ist schneller als der Legionär, würde mich auch nicht wundern. Komm, kill das jetzt bitte auch. Danke. Bevor Skrognor faintet. Dann aber gern 513 XP. Birgri. Das sieht irgendwie cool aus. Parabolic Charge? Stop it. Als ob keiner der Poison-Zusatzeffekte gerade gekommen ist. Gut, ich muss Bunny Boy auch gleichzeitig wieder hochheilen. Natürlich setze ich jetzt die Wasserattacke auf meinen Gesteinsmann ein, dass ich gerade reinwerfe.
Wenigstens ist er über 50%. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr schwierig wird, so den Dingskampf zu überleben, den Zenga-Kampf. Zenga wegen Zenga halt. Master. Too strong for us, Master. You're not tools, I'll do it myself. Warte doch, warte. I have no mercy for your troublemakers. Das ist ein Problem. Ich werde mindestens einmal verlieren. Mindestens eins. Eher zwei. Ich wurde geheilt. Oh. Ich werde immer noch mindestens einmal verlieren. Aber jetzt kann ich halt zumindest mal versuchen. Zacker, das ist fein. Physisch ist fein. Okay, gut, dann versuche ich den mit Poisonfang zu poisonen. Dragon Breath sollte nicht unendlich viel schaffen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein cleaner One-Shot. Oder nicht ganz clean, aber das war... unendlich viel Schaden. Okay, gut, sagen wir so, inzwischen würde es mich weniger wundern, wenn ich hier nur einmal verliere, als wenn ich hier die komplette Challenge verliere an diesem Zenga. Vor allem, weil er jetzt auch einfach Psychic spammt. Wenigstens habe ich es vorher noch hinbekommen, die Toxic auf den zu bekommen. Hypnose, das ist sehr, sehr gut für mich. Ich setze weiter Rockturm ein. Das ist... der misst zweimal Hypnose. Okay, gut, das ist wirklich insane gerade. Kann ich jetzt schon Xenoball werfen? Ein Pokémon is not weak enough to be caught. Okay. Oh, das ist fein. Oh, jetzt ist er definitiv weak enough to be caught. Bitte? Bleib einfach drin. Okay? Gengar? Was? Der war fast weg. Hä? Okay, gut. You cannot catch this Pokémon. Okay. Dann halt nicht. Ja. Der Kampf war irgendwie sehr, sehr komisch. Don't drop the two tyrant. This can't be. How is this possible? I, the greatest of kings. Gengar, losing to this nobody. Gengar, Gengar, Kid, you may have won the battle, but the war is still on. We'll meet again very soon, and I'll have my revenge. This pile of berries is coming with me, of course. Adieu. Hey, what happened? Joel, is that you? What happened to us, this foreigner?
My dear comrades, her name is Zelda. It's only thanks to her help if Iftar City is now free from the biggest threat it's ever seen. A mysterious Pokemon used its psychic powers to bewitch all of you. It forced you to bring more and more food, but thanks to Zelda, everything worked out for the best. Oh my, Joel, I see we have visitors. I am Nufa, the queen of Iftar City. And you, kid, who are you? Your Majesty, you are well then. I was so worried for you. Thanks for caring, Joel. So, who is this youngster? Her name's Zelda, my lady. We must thank her for making the city safe and sound. Zelda, huh? That Gengar cut out every exit for my gym with a huge pile of fruit. Good thing you were there, ready to take action. Zelda, now your Pokemon deserve a little rest at the Pokemon Center. We'll continue our discussion later to the north of Iftar City's gate. My soldiers, you can now return to your duties. Help our citizens recover from the shock. Aye, Your Majesty. Zelda, I thank you from the bottom of my heart for your help. It's not much, but please accept this. Geld! Was ist das hier? I need a big fishnet to catch this baby. I've always lived alone with those hippopotas have helped me cope with the loneliness. Pokemon really are wonderful creatures. A ball. I must bring food to the master. Yeah, just kidding. This got between Metamorphous leaves. I tried it, but it tasted terrible. Only here the best instances of the entire region. Was für ein Item trägt Bunny Boy? Terrestrial Ring, stimmt. When the Puppetus evolves into a Hippowdon, its stamina increases more than tenfold. Agamir from the Disney Canuck Village should just enjoy the beauty of this oasis, but those fierce winds prevent me from getting back to my homeland. If someone could stop those, they would deserve a generous reward. Ginufa requests your presence at the gym. Das wäre jetzt das erste Mal, dass ich mal wirklich verstanden hätte, wenn die sagen, stopp, nee, zu deiner eigenen Sicherheit können wir dich hier leider nicht vorbeilassen. Weil wir würden ungern Selbstmordattentäter in unserer Stadt haben. Oder besser gesagt, halt einfach gehen lassen. Da 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 da. Ja, ne? Dann, ciao, Legionär, du warst ganz cool, aber, ja. Ich guess, andere Mons funktionieren auch.
Bill Gilly keeps harassing Chibi Bunny, but it's only with the first one that the second strengthens. Hippopotas aren't just the city's mascots, they also help in water transportation. Wasser? Eigentlich ist es doch das Gegenteil von dem, was sie wollen und brauchen. Das ist der Pokémart. Ja, gib mir ganz, ganz viel. Gut, so viel dann auch wieder nicht. Hyper Potions und 30 Super Potions. Nein, stopp, davon will ich nichts, danke. Arigato. Hey pal, you really look super today, you know? You surely deserve a nice Super Potion. Ancient people built these impressive pyramids by relying upon conqueror's strength. Back in the days, they had not anything like this. Lass mich raten, um Conqueror zu holen. These Pokémon from who knows where really are a pain in the neck, but we won't give up. For Queen Nufa. For Queen Nufa. For Queen Nufa. For Queen Nufa. Also ich meine, ja, die ist schon heiß, aber... Ja. Look, in Ishtar City, the sun is inside the rocks too. I wonder how the queen can always show off such a flawless hairstyle despite the heat. I came back from an expedition in the gravity tunnel, no fossils this time, just a nugget. Basically, it's like I came back empty-handed. Green flash, red flash. As some one of these boxes are not ocean, they contain nothing but sand. This isn't common sand, it's the refined sand of Stardust Beach. Wenn man sich rechtfertigen muss, warum man eine Aktion gewonnen hat. I never want to hear about berries again. We're resting here until the hour brings to change off guard. I'm thinking about coming out to the queen, but I fear I'm nothing more than a soldier to her. The sun always shines brightly upon Ishtar City. Thanks to this TM, you'll be able to freshen up a bit. TM 88 war das. Stopp, falsch. Hier. Weil je nachdem, was es für eine TM ist, kann ich dir ja gleich beibringen. Waterfall. Bin gerade am überlegen, ob ich auch meinem Starter Waterfall beibringe, und ich glaube schon, ja. Dann kann ich halt immer kurz vor knapp halt entscheiden, ob ich jetzt Waterfall oder Bubble Beam einsetzen will, weil Waterfall ist halt stärker, aber geht von der physischen Seite aus, und der spezielle Angriff ist, soweit ich weiß, besser. Aber ich steige nicht mehr aufs Board, weil ich das viel zu angenehm finde hier. Die Musik.
Und nein, diesmal werde ich nicht vom Merchant klauen. Ah, there you are, Zelda. I wanted you to come here away from the soldiers to talk freely about today's events. I know for a fact that you are aware of the existence of the Xenoverse and that Gengar is coming from there. Asta really hit the nail on the head when he had a talented trainer like you, but I still need your help, Zelda. You see, ex-Pokémon have not only caused troubles in the city famous for its miraculous springs, but also in the Sunflare Canyon, a vital step in the water trade outside this oasis. Apparently, in the last few days, a fury of ex-specimen has struck right on the canyon, blocking the way to both visitors and locals. Even I couldn't counter it. When it seemed on the brink of defeat, that creature will be born to new life. That's why I'm asking for your help, Zelda. The trade of this miracle water cannot stop. The welfare of the region is on the balance. So, are you in? You really have a good heart. Despite your courage, I feel that Pokémon is still too strong for your current level, but don't panic. Abraham, my grandfather and cardinal of the region, will help you tap into your hidden potential if you will join him in Fort Belt Town. He's also an old friend of your father's, besides being one of the most skillful trainers in Eldu, you know? But Grams is a true hermit. The only way to get into a conversation with him is to bribe him with some miracle water. Here, take it. That's a bit large for a container, you say? Well, Grams is kinda outsized. I think I told you everything you needed, Zelda. This journey will help you figure out for the real operation of what you're wearing in your ear. Lowly has a thorough knowledge of Eldu, and I'm sure he will find answers to all your questions. Ah, fool of me, I didn't tell you how to get to Fort Belt, so go back to the gravity tunnel and head north. There you will find a huge boulder blocking your way, but don't beat yourself up. Insert this Herculium H inside your Pokéverse and Holo Herculus will move it for you. Herculus. And now go, Zelda, and come back victorious. Yes, ma'am. Und damit habe ich jetzt die Möglichkeit, Stärkefelsen wegzumachen. Aber ich darf vermutlich noch nicht rechts raus. Oh. Sunny Day. Oh ja, die brauche ich safe. Ja, ist ja keine schlechte TM. Ist ja keine schlechte Attacke. You can't pass unless you've earned the title badge. Ich schaue jetzt nur, dass ich mir halt noch schnell einen Mon fange. Und dann trainiere ich bis zum nächsten Part wieder ein bisschen. Hearthstone. Ich dachte immer, das wäre nur ein Dings, nur ein Gerücht, dass man echt auf weniger Monster trifft, wenn man nicht rennt. Beziehungsweise, dass es nur ist, dass es einem so vorkommt, weil man halt längere Zeit auf keinen Pokémon trifft. Ja gut, never mind. Aber weil ich gerade bis hier hingekommen bin, ohne auf den Monster zu treffen, aber dann zwei in Folge. Ah, jetzt weiß ich auch, von welchem Stein die da oben gesprochen hat.
Also ich gehe jetzt essentiell eigentlich nur noch aus der Höhle raus. Fang mir einen Mon auf der neuen Route. Karate Do begins with bowing. Herkulus. So sieht er also aus. Käfer. Also, ist zumindest mein erster Instinkt, wenn ich ihn so sehe. Ist das so ein physisch krass speziell nichts, Mann? Sieht ein bisschen danach aus. Oh oh. Oh oh. Okay, gut. 5 Mal und davon 4 Crits oder so hätten halt Polizei einfach one-shotten können. Calamity springs from carelessness. Fast, aber es ist nicht mehr viel. Ich habe komplett vergessen, dass ich eine Angel habe. Das bedeutet, ich kann nur noch in der anderen Stadt, in der aus der ich gerade gekommen bin, mir einen Mon fangen. Angeln halt. Beziehungsweise wäre wahrscheinlich wieder nur das gleiche wie... Oh, Mantike. Ah, das Mann, das ich mir angeln würde, wäre wahrscheinlich nur wieder... Dings, Horror Kit all over again. Und irgendwie habe ich kein Interesse an einem zweiten... Also, irgendwie habe ich keinen... Erstens habe ich keinen Bock drauf, nochmal Horror Kit hochtrainieren zu müssen. Vor allem, weil ich ja keine Ahnung habe, wann er sich entwickelt. Und zweitens weiß ich nicht, wie ich das mit Dupes machen will. Fairy Poison ist eine coole Typenkombi. This Pokémon has a moody temper. It lures prey with its sweet face, then sucker punches them using its stinger. Ich liebe Pokémon, die so komplett verschiedene Augen haben. Aber das ist halt generell so ein bisschen, das hat... Zwei verschiedene Persönlichkeiten, zwei verschiedene Augen. Und das ist halt einfach so komplett... wie heißt das? Schizophren ist der falsche Eindruck. Ist eigentlich der falsche Begriff, aber egal, ich nenne sie... Es ist jetzt Schizo. Aber Schizo, weil das ein weibliches Mon ist. Also, ja, es ist männlich, aber egal. Für mich sieht es halt eher nach weiblich aus. Und dann schaue ich mir Schizo mal an. Stats sind jetzt nicht grauenhaft, würde ich sagen. Sieht mir eher nach einem physischen Attacker aus, aber ist okay. Poison Tail war doch, glaube ich, eine ganz solide Attacke, oder? 50 und höhere Crit-Chancen, ja. Da kann man bestimmt was mitmachen. Die kann Safety lernen, ja. Also sollte zumindest. Ja. Und das ist halt zumindest mal ein Stab-Move. Der besser ist als das Summoning Voice. Stealing Echoed Voice, Protect Doctor Mario, Astrid, Toxic Carmine. Wenn das Carmine lernt, dann bringe ich ihm noch Carmine bei. Tut's aber nicht. Gut, dann gebe ich dir jetzt noch einen, wie heißt's? Poison Barb? Poison Barb. Gut, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin werde ich trainiert haben.
Und auch bis dahin mögen eure Fokusstöße mal treffen, mögen eure Attacken mal Volltreffer landen. Bis dahin, euer Link und ciao.